Minecraft. Herzlich willkommen zu, ich habe keine Ahnung, zu welcher Folge. Aber wie ihr seht, ich habe hier schon umgebaut, wie in der letzten Folge besprochen. Und damit ihr das versteht und auch, weil ich hier alles nebeneinander platziert habe, wollte ich euch das einfach nochmal erklären. Ganz normal, hier ist Wasser dahinter, also ein Cobblestone-Generator. Sehr platzsparend gebaut und auch mit Carpenters, Wedge Slopes, damit es gut aussieht. Und dann haben wir hier unten, beim ersten kommt oben vom Fass der Cobblestone rein, der wird hier unten weitergeleitet, dann von oben. Und hier musste ich hinten dran gehen. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Leider ist mir mein Leadstone Energy Cell runtergefallen. Das heißt, hier muss ich dann nochmal eine einbauen. Also hier ist der Strom versteckt. Hier setzen wir mal eine Fackel. Und hier wird halt im letzten das rüber transportiert. Gucken wir mal, ja. So, das bauen wir alles wieder schön zu. So, also da unten kommen gleich nochmal von diesen Conduit-Fassaden dran und da oben auch. Die bin ich nämlich schon am produzieren, damit das einfach alles gut aussieht. Auch wenn man mal einen Block abbaut. Ups. So. Warum kommt hier jetzt Feuer? Was soll denn das? Dann machen wir Glas davor. Gut, also Produktion läuft und es ist alles wirklich platzsparend, so platzsparend wie es geht gebaut. Und jetzt wollen wir probieren, dass wir diese Crafter Tier 3 aktivieren können. Der braucht, glaube ich, auch keinen Strom. Was wir jetzt nicht dabei haben, ist natürlich noch Netherwarzen. Hier der Soul Sand läuft hier noch durch, der ist gleich durch, dann kommt hier Gravel, um auch mal wieder ein paar andere Rohstoffe zu kriegen, weil da drüben wird ja bloß aus Dust was gewonnen. So, Item Conduits brauchen wir noch. So, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Crafter funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den löschen kann. Remember. Ah, forget. Okay. Forget the remembered layout. Okay. Dann nehmen wir hier mal Eisen raus. Und jetzt muss ich gerade wieder überlegen, wie das funktioniert. Nee, warte. Forget. Hallo. Ach so, den habe ich jetzt richtig reingemacht. Okay. Das war irgendwie so. Und dann apply. Keep will keep one item in inventory slot. So. Ah ja, genau. Und dann apply. Dann haben wir hier den Iron Dust. Dann machen wir hier mal noch, was haben wir denn noch? Aluminium. Kupfer. Gold. Leadstone. Nickel. Platinum. Silber. Und Tin. 2, 4, 6, 8 und 9 Slots hat er, glaube ich. Apply. Ja. Wir hauen da jetzt die ganzen Rezepte rein, die wir brauchen. Moment, das nächste.
Ne, der hat bloß 8 Platz. Das ist ein bisschen ungeschickt, aber dann müssen wir halt nochmal irgendwo was machen. Das passt auch, weil dann können wir den Glowstone und so Zeug schon reinhauen. Oder wir machen das Platinum-Ore jetzt nochmal raus. Machen dafür Tin rein. So, der hat jetzt hier die Rezepte drin. Und jetzt wollte ich das hier eigentlich über Fässer lösen. Das heißt, wir brauchen Barrels. Haben wir nur noch drei. Vier Kisten haben wir noch. Fünf. Da müsste noch genug Holz drin sein. So, 8 Barrels haben wir. Wir machen uns noch eins. Weil 3x3 sind einfach 9. So. Die können wir eigentlich direkt hier dran stellen. Und dann müssen wir die alle konfigurieren. So, hier kommt auf jeden Fall Extract immer. Da kommt Insert. Insert. Nein. Insert. McFisto hat er natürlich, der würde das ganz anders bauen. Der würde da wahrscheinlich mega viel Zeug einstellen, was ich aber gar nicht kann und auch nicht will. Und jetzt haben wir doch hier hässlich gebaut. Ich will hier erstmal noch. Was ist da hinten? Ach, eine Fackel. Okay. Ich hätte hier gern erst noch mal so einen Abschluss. So. So sieht das Ganze auch schöner aus, wahrscheinlich von vorne dann. Okay, da haben wir Export. Da können wir noch mal. Ne, warte, da müssen wir noch Einstellungen vornehmen. Da überlege ich mir dann, ob ich da auch noch mal mit Wedge Slopes arbeite. So. Machen wir hier Export Always und hier wahrscheinlich muss ich da noch mal ein Item Filter reinmachen. Das werde ich gleich mal sehen und hier Insert. So. Das Zeug kommt jetzt hier rein. Und wird hier rüber transportiert. Und genau so soll es sein. Das ist ja mega easy. Was jetzt halt. Ne, mit einer Blacklist könnte man hier arbeiten. Also müssen wir einen Item-Filter machen. Item-Filter. Papier und ein Hopper. Also bauen wir kurz eine Kiste. Eisen und Papier. Haben wir noch Papier? Nee. Wie kriegen wir Papier? Woodchips und einen Eimer.
Eimer Wasser. Oder haben wir hier vorne noch mal Papier? Nein. Sieht. Ah, doch. Haben wir ja Glück gehabt. Also der arbeitet hier auf jeden Fall. Und das ist mega easy gemacht. Na, nicht wegwerfen. So, jetzt gucken wir mal, was der Advanced. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Sachen. Das heißt, das kann man nicht machen. Dann haben wir hier den Itemfilter rein und zwar Blacklisten. Einmal dieses Teil. Das davon eins. Davon eins. Davon eins. Und das nicht. Redstone brauchen wir eins. Und jetzt ist, glaube ich, der Filter dann auch schon voll. Redstone. Redstone. Bone Meal. Das ist da und das da. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir hauen hier jetzt einfach wieder alles raus, was da nicht rein soll. Das gehört da auch nicht rein. So. Das ist schon mal gut. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich so ein Teilchen noch mal aufstelle. Wo ich dann eben die anderen Sachen reinhauen kann. Zum Beispiel, wir könnten Glowstone-Blöcke machen. Weil irgendwann wird das ja alles mit Skystone Dust voll sein. Braucht er doch Energie? Sieht so aus. Also dieses Teil hier braucht Energie. Und Energie haben wir gar nicht mehr so viel. Also Leitungen. Die reichen auf keinen Fall. Ja, der braucht RF. Das reicht sogar. Nein. Darf man nicht sneaken? Gut, der kriegt Energie, also geht's weiter. So, ich würde hier jetzt gern noch ein Upgrade reinmachen, wenn das gehen würde. Itemfilter.
Upgrade for Item Controls. Warte mal, das ist vielleicht. Ja, von dem haben wir nicht so viel. Existing Item. Nein, welcher war das? Der hier. Selects only items for specific mod. Jitter Wrench. Electrical Steel Basic Gear. Ja, das kriegen wir hin. Electrical Steel haben wir nämlich noch. Und ein Basic Gear kriegt man auch hin. Ich glaube, so war das. Wenn wir ein bisschen Cobblestone hätten. Brauchen wir Cleanstone? Ah, war doch andersrum. Okay, und Electrical Steel gibt eine Jetta Wrench. So, und dann machen wir das mal hier rein. Wo geht das hin? Hier. So, jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich denn hier reinkrieg. Muss ich da irgendwas von dem Mod reinmachen? Ex Nihilo. Jetzt sollte er nur noch Ex Nihilo durchlassen. Das heißt, Glowstone und das Skystone und all das Zeug lässt er jetzt nicht mehr rein. Und so ist das auch gut. Ja, Platinum Ore lässt er natürlich auch durch. Das ist jetzt gewitelistet, Ex Nihilo. Kann ich da jetzt noch das reinmachen? Nein. Ender IO soll natürlich nicht rein. Aber das sieht schon mal gut aus. Der lässt jetzt bloß noch. Der lässt jetzt bloß noch Ex Nihilo durch. Das ist perfekt. Fast zumindest. So, und wir bauen uns jetzt nochmal so ein Teil. Das kommt da oben dahinter und da wird Glowstone und Zeug gemacht. Dieses Teil hieß Crafter Tier 3. Okay, das kriegt man noch auf die Schnelle hin. Gold Nuggets haben wir gerade keine mehr. Machen wir schnell welche. So. Dann brauchen wir einen Haufen Crafting Table. 2, 4, 6 Crafting Table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brauchen wir noch ein paar Redstone Torches. So, das wird jetzt ganz schnell gemacht. Item Conduits haben wir noch. Spitzhacke brauchen wir. Wobei ich das vielleicht unten drunter mache, weil da habe ich sowieso eine Stromquelle liegen. Und
wenn ich den dahin pflanze, füllt sich der nämlich mit Energie. So, dann holen wir davon nochmal schnell welche. Damit wir hier drunter kommen, um die Einstellung für den Item-Conduit zu machen. List. Das nicht. Redstone. Zertus Quarz. Doch Zertus Blaze Powder nicht. Gunpowder nicht. Was können wir aus Greystone machen? Können wir da Blöcke draus machen? Ist der jetzt schon alles? Schon alles durch? So, Whitelist auf jeden Fall mal dieses Teil. Apply. Redstone. Machen wir uns Blöcke. Na, warte mal. Brauchen wir das Teil eigentlich noch? Okay, lass mich kurz überlegen. Wir sollten hier noch eins nach unten gehen. Damit die zwei sich nicht in die Quere kommen. Insert. Und dann setzen wir hier die Priorität auf 0 und hier die Priorität vielleicht auf 1. Warte mal, das hat ja auch einen Itemfilter. Den sollten wir aber vorher löschen. Nee. So. Itemfilter Blacklist. Wenn wir das jetzt da reinmachen, passiert nämlich gar nichts. Ha. Gut. Wir brauchen, glaube ich, trotzdem noch mal ein Itemfilter. Und wir haben kein Eisen mehr. Schade. Eisen, komm. Zack, zack. Die Folge ist nämlich eigentlich schon wieder vorbei. Kupfer? Ich wollte doch kein Kupfer haben. Aluminium? Oh Mann! Eisen will ich haben. Kupfer kann man da rein machen. Aluminium da rein. Oh, ich dachte, ich würde Eisen brennen.
Okay, Itemfilter nach da unten. Okay. Glowstone nehmen wir mit. Und das war's, glaube ich, eigentlich schon. Dann müssen wir hier noch mal ein paar Fässer aufstellen gleich. Das will ich jetzt voll fertig machen. Filter. Okay, und Fässer. Zumindest eins brauchen wir noch. Für den Glowstone. Haha, okay. Das wird halt jetzt noch nicht abgepumpt. Glowstone ist drin, so wie es sein soll. Allerdings haben wir da jetzt auch den ganzen anderen Scheiß drin. Das ist schlecht. Ich wollte doch da einen Itemfilter reinmachen. Itemfilter. Glowstone. Das da und Redstone machen wir da auch rein. Gunpowder lassen wir draußen. Okay. Die Dolly und ein Fass bauen. Nein, wir machen noch zwei Fässer. Dann sieht es nämlich wieder schöner aus. Die Dolly. So, ist mal wieder eine etwas längere Folge, aber wir haben dadurch auch unser Ziel erreicht. Das ist Blödsinn, was ich da mache. Ich sollte da blacklisten. Es kommt da ja immer der Scheiß rein, den ich nicht brauche. Das hier, das hier, das hier und das hier. Und das. Ah, geh weg. Davon brauchen wir auch nichts.
Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Und dieses Mal sieht es gut aus. So, die lassen wir mal da drin und hier sagt man, das gehört da rein. Und zack, füllt sich das auch. So, wir können da jetzt noch drei Fässer hinmachen und wir haben hier noch 2, 4, 5 Items drin. Also jetzt auf jeden Fall machen es hier mal wieder weiter zu. Weil das brauchen wir nicht mehr. Das scheint jetzt alles zu passen. Hoffe ich mal. Nein. Genau. Hier setzen wir. Und da gibt es keine Priorität. Ah. Also es kann sein, dass hier Zeug reinkommt. Das ist natürlich doof. Das soll nämlich da oben rein. Ah. Wir könnten da unten eine Kiste hinstellen. Können da eine Kiste hinstellen und dann nochmal sortieren. Das machen wir auf jeden Fall nicht mehr heute. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal. Das heißt, diese Sortierung hier nochmal ein bisschen genau, weil hier unten kommt. Warte mal. Item Filter. Jetta. Ups, da. Eine Jetta Ranch. Das kann man. Das muss jetzt klappen. Das muss jetzt abgeschlossen werden. Wir haben schon viel zu lange hier hinterwäldlerisch gelebt. Jetta Ranch. Und da unten. Das kann man ja da gar nicht reinmachen, weil das ist ja auch ex nihilo. Da habe ich mein letztes Papier aufgeopfert für etwas, was ich so gar nicht wollte. Oh, wir müssen Papier herstellen. Haben wir da noch eine Wasserquelle? Nee. Haben wir hier noch eine Wasserquelle, eine unendliche? Nee. Oh. Ah, doch unten. Unten haben wir noch eine unendliche Wasserquelle. Ja, wir verbauen uns hier gerade komplett irgendwie. Nee, da haben wir auch keine mehr. Dann pflanzen wir hier jetzt eine schnell hin. Crafting Table.
zu wenig. Ah, doch, reicht. So, vier Dings, da haben wir noch mal. Das ist ein bisschen ärgerlich, was ich hier gerade fabriziere. Weil ich es irgendwie verpeil, die richtige Einstellung zu machen. Es ginge wahrscheinlich auch viel einfacher. Whitelist ist hier nur das hier und Close Down. Close Down, Redstone und das hier. Achso, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es endlich geschafft, die richtige Einstellung zu treffen. Da kommen jetzt bloß die drei rein und da kommt bloß das da oben rein. Und hier bleibt das zurück. So soll es sein. Gut. Also haben wir es doch noch hingekriegt. Den da unten müssen wir gar nicht sehen. Er ist für uns unwichtig. Lassen wir mal so. Und dann haben wir unsere automatische Dust Block Farm. Endlich. Das freut mich total. Wir müssen hier natürlich dann noch Upgrades reinmachen. In die Fässer. Das machen wir auf jeden Fall alles in der nächsten Folge. Weil hier sollte jetzt eigentlich nicht mehr. Ich guck mal hier gerade rein. Da ist noch ein bisschen das drin. Da ist leer. Da ist noch ein bisschen das. Wenn das durchgelaufen ist, dann sollte hier erstmal nichts mehr passieren. Machen wir so, dann sieht es ein bisschen einheitlich aus. Weil der Cobblestone-Generator ist aus. Und dann funktioniert das erstmal alles. Hier können wir noch von denen hier dran setzen. Und hier hinten auch. So, sieht alles sneaky aus. Alles schön. Was jetzt halt der weitere Gang ist, ist, dass wir hier von ja, noch irgendwie eine automatisierte Ingot Farm machen müssen. Aber das passt jetzt erstmal so. Da muss ich mir dann noch mal was überlegen. Beziehungsweise man könnte überlegen, ich brauche gar keine Exportfilter, fällt mir gerade ein. Man könnte überlegen, ob man das hinten dran einfach macht, dass das hinten dran gebrannt wird. Da muss ich mir dann nochmal die Gedanken drüber machen, dass hier einfach das fertige Produkt gleich ankommt. Dann sparen wir uns einen Zwischenschritt. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.